Das müssten die letzten für München sein. Fein. Und wie immer, alles für die Kunden, nichts für mich. Dafür liegen wir dir doch alle zu Füßen. Schöne Frau. Ach ja. So, das sind die letzten. Danke. Hast du Lust, heute noch mit einer schönen Frau zum Schwimmen zu gehen? Mal sehen, wie ich fertig werde. Bis später. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder eine Absage. Ja, das ist für dich. Stell dir vor, mein Manuskript. Schon wieder abgelehnt. Dein Roman findet seinen Verlag. Er ist wirklich gut. Ach, du bist süß. Aber leider parteiisch. Trotzdem danke. Das sagte die Literaturstudentin. Ach so. Das ist von der Tochter meiner Patentante. Von wem bitte? Das sind Briefe, die meine Mutter an ihre Mutter geschrieben hat. Die solltest du aber besser nicht lesen. Wenn man Briefe an eine Freundin schreibt, dann sind die sicher nicht für die Tochter bestimmt. Ich geh schon ran. Hallo? Ah, Finn, mein Lieber, wie geht's? Fünf. Mathe. Oh. Anna ist ein so glückliches und heiteres Mädchen. Trotzdem frage ich mich manchmal, ob es richtig war, ihr den Vater zu verschweigen. Stell dir vor, Finn hat in Mathe eine 5 geschrieben. Ich habe ihm jetzt vorgeschlagen, dass wir erstmal ein bisschen Fußball spielen gehen. Und dann gebe ich ihm Nachhilfe. Ich meine natürlich nur, wenn dir das recht ist. Ich kann das auch absagen, wenn wir was zusammen unternehmen wollen. Andi, Finn ist dein Sohn. Du verbringst eh viel zu wenig Zeit mit ihm. Geh ruhig. Sicher? Mhm. Du weißt ja, mein Vater hat mich nie gewollt und ich hätte es nicht ertragen, wenn es Anna genauso ergangen wäre wie mir. Trotzdem, vielleicht hätte ich ihm eine zweite Chance geben sollen. Heute hat Anna mich wieder gefragt, wer ihr Vater ist. Sie gibt einfach keine Ruhe, meine kleine Maus. Und jetzt habe ich gehört, Karl soll wieder in Seefried sein und die Bäckerei seines Vaters übernommen haben. Auf Gleis 2 fährt ein der Regionalzug aus München Richtung Schondorf. Bitte Vorsicht am Bahnsteig. Bäckerei Sterne am Dorfplatz. Können Sie mir sagen, wo ich die finde? Ja, freilich. Sie gehen da links, da kommen Sie auf die Seepromenade, am Ende der Promenade rechts und schon sind Sie am Dorfplatz. Dankeschön. Bitte. Schönen Tag noch. Schönes Wochenende. Danke, dir auch. Sterne und Wände. Die sind das mit den Pralinen. Hallo. Grüß Gott. Die
Florentina sind heute besonders gut geworden. Danke. Angestellte wäre, hätten wir genauso viel miteinander zu tun. Das reicht mir nicht mehr. Ich weiß nicht, was du hast. Es hat sich doch überhaupt nichts verändert. Vielleicht habe ich mich verändert. Ja, schön. Aber warum willst du mich unbedingt verändern? Du bist unmöglich, Karl Sterner. Kundschaft für dich. Heute bedient der Chef persönlich. Umgefallen. In der Bäckerei Sterner in Seefried am Dorfplatz. Bitte kommen Sie schnell. Wer sind denn Sie? Nicht bewegen. Ich habe den Notarzt gerufen. Bleiben Sie liegen. Einen Riesenschreck eingejagt. Wir checken ihn komplett durch. Mir geht es gut, Herrgott, nochmal. Und die Torte, was mache ich jetzt mit dieser verflixten Torte? Die soll gleich abgeholt werden. Kann ich irgendwie helfen? Ich könnte hierbleiben und warten. So ein Aufstand wegen nix. Ja, danke, vielen Dank. Ich rufe Michael, unseren Patissier, an. Er kommt dann gleich, ja? Gut. Helene, du fährst mit mir mit. Komm her, nicht, dass du mir noch einen Unfall baust. Komm mit rein. Guten Tag. Ich bin Michael Wendelin. Ich bin ja der Patissier. Anna Seidel. Danke. Danke für Ihre Hilfe. Danke. Gerne. Ja, wollen Sie vielleicht was Süßes? Ein paar Florentiner oder wie wär's mit Pralinen? Nein, danke. Ich möchte nichts. Mhm. Oh. Was ist denn hier passiert? Das war ich. Macht nichts. Sagen Sie, wartet jetzt irgendwo jemand ganz verzweifelt darauf, dass Sie mit dem Kuchen nach Hause kommen? Nein, das nicht. Ich wollte eigentlich zu Herrn Sterner. Was wollten Sie denn von ihm? Ich bin wegen der Stelle hier. Ah. Das müssten Sie mit Helene besprechen. Natürlich haben Sie den Job. Der Schutzengel von Karl hat was gut bei uns. Helene Reichert. Anna Seidel. Wie geht's Herrn Sterner? Schon wieder viel besser.
Man hat mich gleich wieder weggeschickt. Aber über Nacht soll er im Krankenhaus bleiben, vorsichtshalber. Heißt das, dass sie dann gleich am Montag anfängt? Montag, 6 Uhr hier. So früh? Das ist nur, weil ich aus München komme. Mhm. Seid ihr dort langschläfen? Sie könnten vorübergehend in unserem Pavillon wohnen. Der Himmel für Schutzengel. Dann herzlich willkommen. Ich fahre jetzt mal zu Karl. Michael, vorher zeigst du bitte Fräulein Seidel den Pavillon. Danke. Bitte. Danke. Das ist ja unglaublich. Mhm. Das ist ein Ort, in den kann man sich doch verlieben, oder? Naja. Hey, voilà. Ich habe hier anfangs auch gewohnt. Und wie ich Helene kenne, wohnen sie hier vorerst umsonst. Das kann ich doch gar nicht annehmen. Von sowas habe ich als Kind immer geträumt. Aber trotzdem, es geht alles so schnell. Ach was, Sie haben Ihre alte Stelle noch gar nicht gekündigt. Doch, doch. Das ist es nicht. Na dann, greifen Sie zu. Während der Probezeit können Sie ja herausfinden, wie schrecklich wir sind. Ich finde einfach, du machst es dir unnötig schwer mit diesem merkwürdigen Versteckspiel. Es ist nicht so einfach, einem völlig fremden Mann zu sagen, dass er mein Vater ist. Ja, natürlich. Aber du müsstest jetzt eigentlich für dein Staatsexamen lernen. Stattdessen nimmst du diesen Job am Ammersee an. Wie lange soll denn das gehen? Ich weiß es nicht. Meine Mutter hat mir nie erzählt, wieso sie und mein Vater sich getrennt haben. Er hat nie den Kontakt zu mir gesucht. Wahrscheinlich weiß er noch nicht mal, dass ich existiere. Da kann ich doch nicht einfach hingehen und sagen, da bin ich. Das ist ja klar, so natürlich nicht. Und wie dann? Das weiß ich auch nicht. Ich krieg das schon irgendwie hin. Anna? Hallo. Hallo. Ich wollte das hier nur vorbeibringen. Wie sind Sie denn hergekommen? Mit dem Zug. Eigentlich wollte mich mein Freund fahren. Aber er ist Journalist und hat immer furchtbar viel zu tun. Das haben Männer offenbar so an sich. Ich habe den Vertrag schon aufgesetzt. Karl muss ihn nur noch unterschreiben. Die sind aber schön. Ist das Herr Sterner? Ja, als kleiner Junge. Süß, nicht? Mhm. Wann wird er denn aus dem Krankenhaus entlassen? Er ist schon wieder hier. Und sofort zum Angeln. Wenn du möchtest, kannst du mein Fahrrad haben und die Gegend erkunden. Und um 7 Abendessen bei uns? Ja, gerne. Fein. Fühl dich wie zu Hause. Bis später.
Grüß Gott. Ah, jetzt ist er weg. Es war ein Riesenkaliber. Es tut mir leid. Eigentlich wollte ich mich nur bei Ihnen bedanken. Ich muss mich bedanken. Helene sagt, Sie haben mir das Leben gerettet. Sie muss immer übertreiben, die Helene. Eine Minute später war alles in Ordnung. Bloß ich war im Krankenhaus. Tut mir leid. Wofür wollen Sie sich bedanken? Na, für die Stelle in der Bäckerei. Davon weiß ich nichts. Ihre Frau hat sie mir gegeben. Wir sind nicht verheiratet, aber gut, dann brauche ich noch Ihre Zeugnisse. Ja. Gut. Ich bin erst seit 2 Jahren hier. Früher haben wir uns nur an den Wochenenden gesehen. Nimm doch Platz. Da bin ich immer hin und her gependelt. Aber immerhin war Karl auch einmal bei mir. Ich habe schließlich ein Geschäft. Du kennst es ja sicher, dass Bäcker nicht viel Freizeit haben. Wo hast du denn zuletzt gearbeitet? Ich, das war in München in Schwabing. Ah, sicher beim Huber. Ich habe da mal in der Nähe gewohnt. Nein, das war so eine Biobäckerei gleich neben der Uni. Lass mich mal überlegen, in der Nähe von der Uni? So, die Herrschaften, es ist angerichtet. Fisch à la Michelle. Die Wendelin-Pralinen kenne ich ja schon lange, aber ich wusste nicht, dass ihr die macht. Sie meinen, dass wir uns hier draußen am See verstecken? Ich hatte Anna angeboten, dass sie uns duzen kann. Gut, also ich bin Michael, der Patissier, und du bist die Anna, nicht wahr? Mhm. Wissen Sie, früher waren wir nur eine einfache Bäckerei. Vor 8 Jahren ist Michael zu uns gekommen. Seitdem sind wir eine weltberühmte Confiserie. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich ihn wegen seiner Preise und Auszeichnungen genommen habe. Die habe ich nur in Kauf genommen. Und warum dann? Weil er damals ausgesehen hat wie ein junger Hund, den man im letzten Moment aus der Regentonne gefischt hat. Karl möchte in seiner charmanten Art auf meine Scheidung hinweisen, die mich damals ziemlich mitgenommen hat. Aber dafür habe ich ja jetzt ihn. Michael hat sich prächtig erholt. Die Damen rund um den Ammersee haben ihre Freude an den Torten, Pralinen und überhaupt. Ja, stoßen wir jetzt mal an. Wir freuen uns, dass du hier bist, Anna. Ja, auf die Pralinen. Andreas Meyer. Vielen Dank für Ihren Anruf. Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht nach dem Signalton. Hallo Andi, ich bin's. Wahrscheinlich schreibst du gerade an deinem Buch oder machst die Steuererklärung deiner Ex-Frau. Ich schicke dir jetzt eine SMS, wie du am besten hierher findest. Meld dich. Kuss. Krieg einen Schluck. Lene, sei mir nicht böse. Aber ich möchte nicht, dass du ohne mein Wissen und ohne meine Zustimmung jemanden einstellst. Ich habe sie aber schon eingestellt. Du weißt doch gar nichts über sie. Was wir nicht wissen, werden wir noch erfahren. Nicht mal Zeugnisse hast du von ihr verlangt. Anna ist sehr nett. Ich weiß nicht, was du hast. Sie hat dich gerettet, als du hilflos am Boden lachst. Mich nicht gerettet. Karl, wir brauchen jemanden. In ein paar Tagen ist das Fest beim Seewirt. Wir haben die Zusage gegeben, dass wir liefern und helfen. Du hast ja recht. Und vergrause nicht wieder mit deinem unbändigen Charme. Natürlich nicht.
Aber irgendwas stimmt nicht mit ihr. Das sagt mir mein Instinkt. Mein Instinkt sagt mir gerade was ganz anderes. Lene, in 3,5 Stunden ist meine Nacht vorbei. Ich weiß. Ich bin zu dir gezogen, weil ich dir näher sein wollte. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir waren uns näher, als wir uns nur an den Wochenenden gesehen haben. Jetzt werd nicht therapeutisch. Und dann nehmen wir mal wieder was zusammen, nur du und ich. Darüber lässt sich reden. Morgen? Morgen. Morgen Nachmittag. Versprochen? Versprochen. Schlaf gut. Ich träume was Schönes. Ich habe den Vertrag unterschrieben. Guten Morgen, es ist 6 Uhr. Sie wollten geweckt werden? Was? Wo brennt's? Im Backofen. Und da steck dich gerade auch gleich rein, wenn du nicht sofort kommst. Oh nein. Ich zieh mich sofort an. Ich mach da mal Kaffee. Dass du das nächste Mal pünktlich bist. Also, Anna, die Brote müssen nach Sorten liegen. Landbrot, Bauernbrot, Weißbrot und so weiter. Und hier sind deine Latexhandschuhe. Dann hier ist das Butterbrotpapier, später zum Verkauf der Brote. Und das ist die Zange für die Semmeln. Ja, aber das kennst du ja alles. Ja. Diese Semmeln müssten jetzt in einen von den Körben, bitte. Klar. Landsemmeln können sehr temperamentvoll sein. Wenn das passiert, die kommen hier rein, die gehen zum Bauern fürs Vieh. Anna, ich weiß, dass es heute dein erster Tag ist, aber glaubst du, du schaffst es alleine? Ich habe heute Nachmittag schon was vor. Das schaffe ich schon. Ihr seid ja immer noch nicht fertig. Das kommt davon, wenn man nicht aus dem Bett kommt. Sie hat sich schon entschuldigt. Nicht bei mir. Heute Nachmittag brauche ich Sie. Wir fahren zum Postwirt, da lernen Sie gleich einen unserer besten Kunden kennen. Aber heute Nachmittag sollte ich doch hier bleiben. Helene ist doch da, oder nicht? Überraschenderweise ja. Weil wir ja heute Nachmittag nichts vorhatten. Anna. Danke, dass du mich heute Morgen geweckt hast. Ja, ich mache heute Abend ein Grillfest mit ein paar Freunden am See. Also, wenn du Lust hast, ich würde mich freuen. Ich weiß noch nicht. Kommen Sie. Servus, Michi. Hi. Sigrid. Ist was? Nein. Jetzt beschlossen, dass du uns zum Metzger fährst. Oder magst nachher Semmeln grillen? Seit wann hast denn du einen Helm, hä?
Kommen Sie. Geht's? Ja. Gibt es Ihre Bäckerei schon lange? Ich bin die vierte Generation. Dann ist Michael sozusagen die fünfte. Ja, so könnte man sagen. Zum Glück, nicht jeder taugt zum Familienvater. Und was treibt eine junge Frau wie Sie zu uns an den Ammersee? Auch einer, der nicht zum Vater taugt? Es geht mich nichts an. Ich muss es auch nicht wissen. Hauptsache, Sie machen Ihre Arbeit. Ein Vater, der gar nicht weiß, dass es dich gibt. Karde überrascht mich immer wieder. Zuerst vergisst du unsere Verabredung und jetzt dieser wunderschöne Platz fürs Picknick. Ah, und auch noch mein Lieblingswein. Oh, ich hab Hunger. Sag mal, ist das alles? Hast du den Rest zu Hause vergessen? Das ist ja meine Überraschung. Du wirst heute deinen ersten Fisch fangen. Petri Heil. Ja, du hältst die Angel ins Wasser. Ja, das kriegst du schon. Wenn du kannst. Okay. Sehr gut. Schön, dass du gekommen bist. Ja. Magst du was essen? Hi. Ich bin die Sigrid. Anna, eine Kollegin von Michael. Oh. Schön. Schön habt ihr es hier. Ist ganz anders als in München. Oh, ich glaube, die Würstel verbrennen. Entschuldigt. Du bist aus München. Ja, da würde ich auch gern leben. Und da kommst du daher. Naja, wenn die Mieten nicht so hoch wären und nicht die Arbeit und meine Freunde hier hätte, da wäre ich schon längst da. Was machst du denn? Ich bin Bedienung beim Seewirt. Hier, hier habe ich noch retten können. Danke. Magst du was trinken? Ja, bitte. Eigentlich dachte ich, wir könnten uns mal in Ruhe unterhalten. Die Stille, diese Ruhe, das Schweigen, das ist doch gerade das Schöne. Ich habe nicht deine Geduld. Ich hole uns jetzt was zu essen. Bleib, ganz ruhig. Du hast was an der Angel. Oh mein Gott. Und was jetzt? Ja, hol ihn raus. Wie? Hilf mir. Kurbeln einfach. Der Fisch.
Vielleicht schmeckt er ja ganz gut mit Salz und Pfeffer. Ja, ich finde, du solltest ihm das Leben schenken. Hoffentlich habe ich gemerkt. Ganz allein hier. Sunny summer day, she was standing by the jukebox, smiling my way. I said, come on over here, talk to me for a while. Doch ja, natürlich, da hast du recht. Klar, selbst wenn man nur eine kleine Sache verändert, kann es eine große Auswirkung auf das ganze Leben haben. Es ist wie der Schmetterlingseffekt. Schmetterlingseffekt, wie meinst du das jetzt? Ja, schau mal, wenn ich zum Beispiel ein neues Pralinenrezept ausprobiere und ich nehme anstelle von Vanille, Akazienextrakt. Was? Ja, nur so einfach so aus Spaß. Und die Leute mögen das dann. Dann werde ich berühmt und reich. Ja, das wäre super. Na, du? Tja, wer weiß, was mein Umzug nach Seefried noch alles aus meinem Leben macht. Das klingt ja jetzt geheimnisvoll. Ja, bis jetzt hast du uns ja noch gar nicht verraten, warum du überhaupt herkommen bist. Stimmt. Ich muss morgen früh raus. Ich glaube, ich pack's. Ah, du willst also nichts erzählen? Nein. Gut. Tschüss. Schlaf gut. Servus. Das sagen Väter normalerweise zu ihren Töchtern. Nur mein Vater nicht. Hast du denn noch immer nicht mit ihm geredet? Doch, ich habe mit ihm geredet. Was hat er gesagt? Er ist froh, dass ich nicht seine Tochter bin. Natürlich nicht so, mehr indirekt. Er sagt, er wollte nie Kinder und jetzt will er auch keine. Dann musst du dafür sorgen, dass er seine Meinung ändert. Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Oder wenn er gar nichts von mir wissen will? Ich dachte immer, das Schlimmste ist es, keinen Vater zu haben. Aber es ist noch schlimmer, einen Vater zu haben, der einen vielleicht gar nicht will. Ach, Süße. Komm mit zwei Brezen, bitte. Sofort. Ist der Michael schon da? Ja, er macht gerade seine berühmten Wendelin-Trüffel. Dann komme ich später wieder. Es macht 1,20. Zum Naschen, verstehst? Ich ahne es. Anna, ich müsste heute noch nach München. Ich möchte für Karl ein Geschenk besorgen. Kommst du alleine hier klar? Na, wenn es um ein Geschenk für Karl geht, natürlich.
Wiederschauen. Schreib das wieder O. Mach ich. Yes. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Ich schimm mich schon super dran. Super. Wie wär's denn mit einem Croissant? Na, viel zu viel Kalorien. Die Brezen. Sind die frisch? Ja, natürlich. Ja, gut. Dann gib's mir die. Und ich hätte gerne so eine Munsemmel, bitte. Eine Munsemmel? Na, die da vorne, die gefällt mir besser. Die hier? Ja. Und der Apfelkuchen, ist der eigentlich frisch? Ja, selbstverständlich. Ja, dann hätte ich da gerne Streusel. Oh, geht's noch? Liebe Streusel? Ja, warum gibst du Streusel an? Ja, auch? Ich will mich nur verabschieden. Ja, das darf ich. Grüß Gott zusammen. Grüß ja, Gott. Herr Wendelin, grüß. Oh, heute, da möchte ich eins von den frischen Laugenstangen bitten. Und die Brezen raus, gell? Ich übernehme das. Frau Moser, geht's gut zu Hause? Ja, freilich. Der nächste bitte, was kriegst du denn? Ja, lass mich schauen. Macht zusammen 4,99. Ja. Ich muss noch zwei Florentiner mit dir hängen. Ach, das ist nett, danke. Ja. 4,99, das ist ja ein Centpreis, ne? Und ein Cent. Wir haben schon bezahlt. Schönen Tag, wieder schauen. Wieder schauen, Zwetschgenlatsch. Ja, ja, was darf bei Ihnen sein? Ja, ich hätte gern einmal einen Abschiedskuss. Andreas. Den gibt's bei mir umsonst. Und dann kaufe ich immer hier ein. Entschuldigung. Was war's bei Ihnen? Ich dachte, du bleibst noch ein bisschen. Und wir können was zusammen unternehmen. Das tut mir leid, Süße. Ich habe doch Finn versprochen, dass ich ihm bei den Hausaufgaben helfe. Mathe und Latein, da ist er so schwach. Die Familie, ich weiß. Danke. Danke, ja. Auf Wiedersehen. Schönen Tag Ihnen. Tut mir leid, ich muss zum Zug. Ich melde mich, ja? Aschenputtel verschenkt Küsse und lernt Semmeln verkaufen am Ammersee. Wie meinst du das? Du hast doch noch nie in einer Bäckerei oder einem Verkauf gearbeitet, stimmt's? Dann hast du uns alle belogen. Machen wir mal eine Pause, hm? Ich zeig dir, wie ich meine Schokoladentart mache. Schokolade macht glücklich. Ist dein verheirateter Freund der Grund, warum du unbedingt aus München weg willst und hier einen Job annimmst, von dem du nichts verstehst? Mein Privatleben geht dich nichts an. Aber dein Berufsleben schon, oder? Darf ich mal? Mach mal die Augen zu. Was riechst du jetzt? Vanille? Mhm, gut, das war einfach. Und jetzt? Es riecht ein bisschen nach Fenchel. Mhm. Nelke? Gut. Wir nennen das Sankepis. Für Sankepis nimmst du Sternanis, Fenchel, Nelke, Zimt, Piment. Fertig ist dein Sortiment. Warum hast du uns belogen? Mein Vater ist Bäcker. Dein Vater ist Bäcker. Und?
Und jetzt willst du woanders Erfahrungen sammeln, bevor du die Bäckerei deines Vaters übernimmst, hm? Genau. Gut. Magst du probieren? Ja. Mmh. Schmeckt himmlisch. Geht's dir besser? Ich sag's doch. Schokolade macht glücklich. Das war nur ein kleiner Krümel. Karl? Wo warst du? In München. Warum? Warum? Weil es im Laden drunter und drüber ging. Darum. Und dann sperrt die Neue auch noch einfach zu und macht sich an unseren Michael ran. Und die Kasse stimmt auch. Dafür gibt es sicherlich eine Erklärung. Und ob es die gibt. Man stellt nicht irgendjemanden ein, bloß weil ich einen kleinen Schwächeanfall habe. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ist das so schwer zu verstehen? Ja. Wenn als Resultat deiner Angst unsere Bäckerei den Bach runtergeht. Jetzt übertreib mich. Sind Ihre Zeugnisse da? Am liebsten würde ich sie auf der Stelle rausschmeißen. Was ist das? Eine Erinnerung an ein paar wirklich schöne Stunden mit dir. Er wird mich rausschmeißen. Dann stelle ich dich wieder ein, Anna. Karl ist ein grundanständiger Kerl. Als mich damals meine Frau verlassen hat, da war der Tag und Nacht für mich da. Das hat dir bestimmt sehr weh getan. Ja, sie hat mich monatelang betrogen, aber... Oh. Na, gegen Liebe ist man machtlos, nur ehrlich sollte man sein. Sie hat mein Vertrauen missbraucht, nur damit bin ich nicht klargekommen. Und das ist genau das, womit auch Karl nicht klarkommt. Sag ihm einfach, warum du wirklich hier bist. Der versteht es schon. Mich hat er damals aufgenommen wie einen eigenen Sohn, obwohl wir uns gar nicht kannten. Ich rede mit ihm. Gut. Und nicht, dass du noch einen schlechteren Eindruck von mir bekommst. Andreas ist geschieden. Herr Sterner. Nein. Karl. Manchmal fragt das Schicksal nicht, ob man Kinder will oder nicht. Manchmal sind sie einfach da. Du hast ja recht. Es ist kein guter Anfang. Tut mir leid, dass ich dir das jetzt sagen muss und es fällt mir auch wirklich nicht leicht. Weißt du noch, als wir von der Bäckerei gesprochen haben? Also da hast du doch gesagt,
dass sie jetzt schon in der vierten Generation in der Familie ist. Und dass es keine fünfte mehr geben wird. Aber sieh doch, wir haben dasselbe Muttermal. Ich bin die fünfte Generation. Guten Morgen. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Worüber? Dass wir immer noch keine Zeugnisse von Ihnen haben? Oder dass gestern an der Kasse fast 50 Euro gefehlt haben? Aber Sie glauben doch nicht... Ich glaube, dass Sie mit der Arbeit hier bei uns völlig überfordert sind. Und dass Sie falsch rausgegeben haben. Am liebsten würde ich Sie... rausschmeißen. Ja, das würde ich gern. Aber ich kann nicht, weil wir sie brauchen, vor allem jetzt, für das Fest. Danke, Herr Sterner. Kein einziger Fehler mehr. Ich bin der Karl. Jetzt zieh dich um und sperr den Laden auf. Ach, Karl, unsere Mittagspausen am See. Das ist doch das Beste. Genau. Danke. Nur wir beide, ohne die Frauen, die alles nur kompliziert machen. Karl, dass der Laden gestern kurz zu war, das war ich. War wichtig. Sie gefällt dir, wie? Das schon, aber so war das jetzt nicht gemeint. Also. Es gab eine Zeit, da bist du vor lauter Liebeskummer mitten in der Nacht durch den See geschwommen, weißt du noch? Ja. Was macht dein Seegrundstück? Das wartet brav, bis es abbezahlt ist. Auf jeden Fall habe ich genug Zeit, darüber nachzudenken, für wen ich da ein Haus bauen will. Was machst du da? Für die Fische, damit Lene was zum Angeln hat. Helene angelt? Ja. Wirklich? Ja. Und du hältst das für eine gute Idee? Weißt du, den Frauen ist es wichtig, dass man mit ihnen etwas gemeinsam unternimmt. Aha. Glaube ich. Bestimmt gerade davon geträumt, dass ich mit dem Boot vorbeikomme und dich auf eine Fahrt einlade, oder? Vielleicht. Ja, heißt das jetzt ja oder? Gerne. Wo soll's denn hingehen? Lass dich überraschen. Vorsicht. Danke. Na dann, geht's los jetzt. Ich freue mich. Ich zeig dir einen Platz am See, wo irgendwann mein Haus stehen wird. So, vorsichtig. Das wird der Esstisch. Der wird natürlich viel größer, damit mehr Leute Platz haben. Gefällt's dir? Ja. Und was wird das? Der Kamin. Der Kamin? Aber schau mal, wenn du ihn hier hinbaust, hast du etwas im Esszimmer und im Wohnzimmer davon.
Und sogar auf der Terrasse. Das ist ein schöner Gedanke. Gibt es in dem Haus auch was zu essen? Ja, klar, natürlich, entschuldige. Das hier Sigrid nicht gezeigt, weil ich noch nie mit einer Frau hier war. Bis heute. Solltest du aber. Es ist wirklich schön hier. Krieg ich was zu trinken? Klar. Geredet. Sie wird sich ab heute mehr anstrengen. Gut. Und nichts mehr falsch machen. Was habe ich schon wieder falsch gemacht? Nichts. Außer, dass du bist, wie du bist. Möchtest du lieber Streusel oder Käsekuchen? Michael Wendelin, einer meiner Chefs, Andreas Meyer. Aber ihr habt euch ja schon mal gesehen. Tja, guten Tag. Freut mich. Ja, ich will da nicht weiter stören. Ciao. Tschüss. Bis morgen dann. Ja, bis morgen. Krieg ich keinen Kuss? Michael ist der Patissier. Er hat mir nur ein bisschen die Gegend gezeigt. Ist doch nett. Anna, warte, ich muss mit dir sprechen. Ich habe lange darüber nachgedacht und beschlossen, ich will, dass wir heiraten. Auf einmal? Als du so lange weg warst, da habe ich gespürt, wie viel du mir bedeutest. Und ich will, dass wir gemeinsam Kinder und eine eigene Familie haben. Anna, willst du meine Frau werden? Andi. Ich hab dir was mitgebracht. Hier. Für deinen Kater. Du bist ja süß. Da wird er sich freuen.
späten Nachmittagslicht waren die Farben weicher geworden. Wind kam auf, verwandelte die Dünen in einen Nebel aus Sand. Sanaa, der kleine Ort in der Wüste, wurde zu einem Traumbild, zu einer Fata Morgana, zu einer Oase im Sturm. Er wollte danach greifen, doch da war nichts als Sand. In diesem Augenblick begriff er, vielleicht für einen Sekundenbruchteil nur, was Ewigkeit war. Oder warte mal, vielleicht in diesem Augenblick begriff er, was Ewigkeit war. Vielleicht für einen Sekundenbruchteil nur. Was meinst du? Hier, schauen Sie doch in Ruhe. Herr Sterner, kann ich nach der Arbeit mit Ihnen sprechen? Wenn ich sage, ich bin der Karl, dann kannst du mich duzen. Ist ein Problem? Nein, nicht direkt. Komm nachher rüber zu mir. Danke dir. Ich habe mich für diese Pralinen hier entschieden. Gute Wahl. Das macht dann 15 Euro. Ja. Bitte? Und danke für die nette Beratung. Schönen Tag noch. Das wollte ich nicht. Ich weiß. Du bist den ganzen Morgen schon so nervös. Meinetwegen oder wegen deines geschiedenen Lebensabschnittsgefährten? Hör bitte auf mit dem Geschieden. Und Abschnitt ist es auch keiner. Sondern? Er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Und? Was? Nichts. Herzlichen Glückwunsch. Lass uns weiterarbeiten. Ja. Lass uns weiterarbeiten. Du willst mir endlich dein Zeugnis bringen, nicht wahr? Eigentlich nein. Wieso nein? Ich habe gar keine Zeugnisse. Und ich habe auch noch nie in der Bäckerei gearbeitet. Das habe ich mir gedacht. Aber in letzter Zeit stellst du dich gut an, das wird schon. Sonst noch was? Ich bin auch gar nicht zufällig hier. Sondern? Sozusagen auf Empfehlung. Und wer hat uns empfohlen? Sie heißt Theresa. Was für eine Theresa? Ach, egal. Auf jeden Fall danke. Die Managerin hat schon fast alles für das Biergartenfest organisiert. Was? Ja, ja, ich gehe jetzt angeln. Da bist du ja wieder. Wegen dem Biergartenfest. Der Seewirt hat angerufen und hat noch zwei Bleche Streuselkuchen bestellt. Und Anna könnte mir doch an der Kuchentheke helfen, oder? Ja,
Wer ist das? Ich stich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen, Herrgott noch mal! Ich hab's satt, Karl. Ich hab's bis oben hin satt. Am besten, du suchst dir eine Buchhalterin, Verkäuferin oder Putzfrau. Aber für eine Partnerin hast du keinerlei Verwendung. Ich verbitte mir diesen Ton in meinem Haus. Ach, so ist das. Bis jetzt war's immer unser Haus. Und jetzt ist das plötzlich wieder dein Haus? Rein rechtlich betrachtet ist es das, ja. Rein rechtlich betrachtet? Kannst du mich mal? Dein Block. Also gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchen noch 2 Bleche Streuselkuchen. Gut. Wenn du willst, bin ich für dich da. Du heiratest, ja. Ich weiß. Andreas. Dein Journalist? Geh ruhig, ich halte hier die Stellung. Danke. Hallo, mein Schatz. Hallo. Na? Sag mal, von wem hast du dir denn den geliehen? Ja, dieses Baby habe ich mir jetzt einfach mal geleistet. Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Ja, die haben ihn gekauft. Der Verlag hat meinen Roman gekauft. Nein. Ja. Das ist ja toll. Das nächste Exposé ist auch schon anbezahlt. Komm, das gehen wir feiern. Das liegt alles nur an dir. Du bist meine Muse. Das ist Helene, Andreas. Sehr erfreut. Ebenso. Schau mal, da wird gerade ein Tisch frei. Setz dich doch schon mal. Ich hole uns was zu trinken. Gut. Zwetschke? Und Sie?
Käsekuchen, gerne. Na, Anna, was darf es denn sein? Ich hätte gern zwei halbe, ein Obersten und zwei Brezel. Mach ich dir. So, ich helf dir. Ich hab das schon. Mach dir. Sonst noch was sein? Danke, ich nicht. Gut, ich nehme das mal mit. Prost. Auf dich. Auf uns, mein Schatz. Hier. Ja. Du hast dich verliebt, hm? Ja, schon. Aber was soll man machen, wenn diejenige schon mit jemand anderem zusammen ist? Hm? Ich freue mich trotzdem für dich. Helene, oh. Wer ist denn jetzt eigentlich dein Vater? Er sitzt gleich da. Ah. Als er den Namen Theresa gehört hat, da hat er überhaupt nicht reagiert? Er muss es doch fühlen. Deswegen beobachtet er dich immer. Vielleicht. Aber ich glaube eher, weil ich mir keinen Fehler mehr erlauben darf. Also, geh mal, komm gleich wieder, gell? Manche Männer können sich nicht mehr öffnen, wenn sie verletzt wurden. Ja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Sie bauen eine Mauer um sich herum. Dann hat der Partner keine Chance mehr. Naja, wie auch immer. Du meinst gar nicht mich, hm? Du meinst Karl. Weißt du, ich habe keine Lust, mit dem Mann, den ich liebe, zu vereinsamen. Was soll das heißen? Ich werde gehen. Nein, Helene, entschuldige, das meinst du jetzt nicht ernst. Doch. Sag mal, wo bleibst du denn? Ich bin doch kein Tintenfisch. Ich habe nur zwei Arme. Nee. Komm. Nee. Geh schon. Nicht der richtige Zeitpunkt. Hm? Ich glaube, ich muss zurück Helene helfen. Oh, bitte, Schatz. Ich habe so lange auf dich verzichtet. Ich brauche dich jetzt auch mal in München. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach drüber und rede mit Karl. Nein! Das mache ich schon selber. Sehr gut. Reg dich nicht auf. Ich will dir nur helfen. Ja, trotzdem. Ich bin erwachsen, Andi. Aber du bist anscheinend nicht erwachsen genug, zu deinem Vater rüberzugehen und ihm die Wahrheit zu sagen. Du hast ja ein Riesenproblem und du musst es endlich lösen. Das werde ich auch. Ich brauche nur noch ein bisschen Zeit. Ja, gut, dann fahre ich jetzt wieder zurück nach München und du bringst die Sache hier in Ordnung. Ja. So, Sie hatten den Wurstsalat? Lieber Käse. So, für euch war das Bier? Ja. Einmal, zweimal. Okay. Mach's gut. Tschüss. Wiedersehen. Das war's. Ja, das war's. Anna, ich bin froh, dass du hier bist. Du hast heute wunderbare Arbeit geleistet. Ich möchte dich bitten, meinen Arbeitsbereich zu übernehmen. Wie meinst du das jetzt? So wie ich sage. Ich gehe. Ich hinterlasse dir dein Geschäft und dein Haus in einem guten Zustand. Ich möchte dir alles ordentlich übergeben, das verstehst du sicher. Von mir aus kannst du auch gleich gehen. Du lässt sie wirklich gehen? Geh schlafen, ich mach das alleine.
Jetzt schau doch nicht so. Mach's mir nicht noch schwerer. Ja, bitte? Anna, entschuldige, weißt du, was los ist? Die Bäckerei ist zu und Karl und Helene gehen nicht ans Telefon. Und du parkst, ja? Ich kündige. Weil du deine Hochzeit vorbereiten willst. Andreas holt mich später ab. Ja. Und was ist mit deinem namenlosen Kater? Lässt du den alleine zurück? Der hat sein eigenes Leben. Hm. Was sagst du? Hast du das gehört? Sag das nochmal. Was? Aha. So, er sagt, er heißt Moritz. Wie bitte? Hey, sag nochmal. Ich sag nochmal. Das muss dir nicht peinlich sein. Also, ich soll noch sagen, er liebt dich. Auch wenn du jetzt gehst. Was soll ich denn jetzt machen? Na, bei ihm bleiben. Helene verlässt Karl. Ich glaube, wir sollten zu ihm gehen. Ja. Servus, Dani. Servus. Helene. Karl hat meine Adresse. Du bist erwachsen. Du weißt, was du tust. Passt gut auf euch auf, Anna. Und auch auf Karl. Sollen wir dich nach Hause bringen? Ja, komm. Magst du was trinken? Nein, danke. Ich hatte eben wirklich Angst, ich kippe wieder um. Wenn ich dir helfen kann, sag's einfach. Ja, es geht schon. Es ist weg. Es ist wirklich gegangen. Kannst du mir sagen, warum? Karl, sie war einsam mit dir. Ich mach alles falsch. Ich habe vieles falsch gemacht. Deine Mutter. Theresa ist deine Mutter? Michael, entschuldige, aber könntest du mich einen Augenblick mit meiner Tochter alleine lassen. Ja, klar. Auf den ersten Blick siehst du ja wirklich nicht ähnlich. Nur deine Art, deine Traurigkeit hat mich an sie erinnert. Ich habe hier Briefe von ihr, die sie ihrer Freundin geschrieben hat. Soll ich dir einen vorlesen? Gern. Anna ist so ein glückliches und heiteres Mädchen. Trotzdem frage ich mich manchmal, ob es richtig war, ihr nie etwas von ihrem Vater zu erzählen. Du weißt ja, mein Vater hat mich nie gewollt und ich hätte es nicht ertragen, wenn es Anna genauso ergangen wäre. Trotzdem, vielleicht hätte ich ihm eine zweite Chance geben sollen. Das
hat sie kurz vor ihrem Unfall geschrieben. Sie wollte uns zusammenbringen. Sie lebt nicht mehr? Seit wann? Seit 16 Jahren. Ich kann dir wirklich nicht genau sagen, was damals in mir vorgegangen ist. Ich war jung und unbeherrscht. Erzähl's mir bitte. Es ist mir so wichtig. Theresa war sich sehr sicher. Sie sagte, Karl, ich bekomme das Kind. Mit oder ohne dich. Ich war wütend. Ich wollte, dass sie mich einbezieht, dass sie mich wenigstens fragt. Jedenfalls, ich habe meine Sachen gepackt und bin einfach weg. Als ich ein Jahr später zurückkam, war sie längst nicht mehr da. Und keiner wusste, wo sie ist. Ich war dann viele Jahre unterwegs. Ich habe zuerst in Berlin gearbeitet, später in Paris. Erst als mein Vater gestorben ist, dein Großvater, bin ich hierher zurück und habe die Bäckerei übernommen. Ich bin in München zur Welt gekommen. Ich hätte euch suchen sollen. Karl. Papa. Meine Mutter hat auch nicht immer alles richtig gemacht. Aber ich weiß, dass sie es so gut gemacht hat, wie sie nur konnte. Genauso wie du. Nein, nein. Ich habe vollkommen versagt. Das lasse ich nicht gelten. Ich hatte so lange keinen Vater. Bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Keine Angst. Ab jetzt bin ich für dich da. Mein Mädchen. Ich habe ein Mädchen. Ich soll dir von Karl ausrichten, er ist unterwegs zu Helene. Er holt sie zurück. Gut. Dein Vater ist ja tatsächlich Bäcker. Siehst du? Ich habe dich nicht angelogen. Jetzt? Ich hatte seit dem Tod meiner Mutter kein Zuhause. Andreas gibt mir dieses Zuhause. Das ist zwar nicht immer perfekt, aber fast schon perfekt. Wir. Wir zwei. Wir sind perfekt füreinander. Anna. Sag mir, dass du mich nicht liebst. Moritz, bleib hier! Ah, Süße, da bist du ja. Andreas. Mein Gott. Jetzt bin ich aber froh, dass ich dich endlich wieder habe. Na komm, jetzt packen wir deine Sachen ins Auto. Und dann musst du mich ja noch deinem Vater vorstellen. Ich kann nicht fahren. Wieso? Moritz ist weg. Wer ist Moritz? Unser Kater. Ach, unser Kater. Na gut, dann suchen wir ihn eben, unseren Kater. Danke. Suchst du hier im Garten? Ich schaue, ob er zur Straße gelaufen ist. Moritz! Moritz! Moritz!
Moritz! Wo bist du denn? Moritz! Hey. Keine Angst, er läuft ja schon nicht weg. Ich kümmere mich um ihn. Und wenn du kannst, dann kommst du ihn holen. Ich will aber nicht ohne Moritz fahren. Hallo. Helene. Sag mal, er hat wirklich den Laden zugemacht, um mich abzuholen. Es beziehen ja noch Zeichen und Wunder. Oh, das kann man so sagen, ja. Was ist denn los? Nichts. Komm. Was ist? Ich kann Andreas nicht heiraten. Aber ich kann ihn auch nicht verlassen. Er hat so viel für mich getan, ey. Aber so wie mit Michael habe ich mich noch nie gefühlt. Ich habe solche Angst, einen Fehler zu machen. Weißt du, warum ich Helene zurückgeholt habe? Weil ich gar nicht anders konnte. Was ich dir sagen will, du musst das tun, von dem du das Gefühl hast, dass du es tun musst. Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon. Du hast Moritz gefunden. Ja. Wir sind sogar schon Freunde geworden. Hast du einen Katzenkorb für ihn, oder? Nein. Lass uns erst mal reingehen. Aber wir wollten doch jetzt nach München fahren. Ich möchte gerne mit dir reden. Fahr nicht mit. Wenn es wegen deines Vaters ist, ist doch kein Problem. Lässt sich doch alles regeln. Der Schokomann. In meinem nächsten Roman. Verlässt die Frau den Mann in dem Moment, wo sie heiraten will. Komisch. Dann fahre ich jetzt. Schokolade ist gut. Gut gegen Liebeskummer. Du kannst damit aufhören. Ich verspreche dir, dass du ab jetzt nie wieder Liebeskummer hast.
war nur ein kleiner Krümel. Wo sind die Fotografen? Welche Fotografen? Die diesen Augenblick festhalten. Was ist das? Eine Erinnerung an ein paar wirklich schöne Stunden mit dir. Karl. Moment. Eins muss ich noch sagen. Wenn du so weitermachst, dann heirate ich dich doch. Um Gottes Willen.